Komposter bei der großen Hitze wässern. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich habe ja zwei Komposter. Der eine, der kompostiert jetzt, da wird nichts mehr gemacht. Und der andere ist frisch angelegt. Und jetzt, wo wir so eine große Hitze haben, muss man da ab und zu mal ein Wasser drauf tun. Besonders dann, wenn die Komposter den ganzen Tag in der Sonne stehen. Auch wenn sie keinen Deckel haben, muss man immer mal wieder Wasser drauf geben. Das müsst ihr unbedingt machen, weil sonst trocknet es ja ein und dann verrottet es ja nicht, ne? Sondern wird hart und trocknet einfach. Und auch bei dem Fertigen gebe ich da immer mal ein wenig was drauf. Nicht so viel, aber dass es ein bisschen durchsickert. Ich meine, mit dem Deckel, das ist ja der Vorteil, da trocknet es nicht so schnell aus. Ne? Aber hier einfach ein wenig was draufschütten. Oder wenn es einmal regnen sollte, dann könnt ihr die Deckel auflassen. Dann regnet es rein, dann braucht man nämlich gar nichts machen. Und dann wieder zu, ne? Wenn es wieder aufhört. Ja, und auch bei dem, wo jetzt laufend was reinkommt, da muss man auch immer mal wieder machen. Ne? Muss nicht zu viel sein, wenn man da jeden Tag bloß einmal ein bisschen drüber gießt, dann reicht es eigentlich. Ne? So. Ja. Jetzt kommt dann wieder bei mir da ein wenig Erde drauf, dann gebe ich da wieder Wasser drauf. Ja, es soll verrotten, sonst gibt es ja keinen gescheiten Kompost. Und wir wollen doch einen gescheiten, ne? Ja. Wollte ich euch bloß den Tipp geben, dann mache ich gleich wieder zu, dass die Feuchtigkeit drin bleibt. Und ich sage dann Tschüss. Und ich hoffe, es hat euch der Tipp ein bisschen was gebracht. Dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, abonniert den Newsletter und schaut im Shop vorbei. Tschüss, eure Gartenmoni.